Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mist Survival. Wir sind wieder am Start und ich habe mal ein bisschen an den Grafikeinstellungen rumgefuddelt und ich glaube, das Spiel sieht jetzt besser aus, oder? Meine ich das nur? Ich glaube, es ist nicht mehr ganz so hässlich. Es ist nicht mehr ganz so verschwommen. Ich glaube, wir sind hier jetzt, was die Grafik angeht, gut unterwegs. Jawohl. Ich habe ein bisschen an der Filterung rumgedreht, an der am Anti-Aliasing und so weiter und so fort. Und ich glaube, es sieht jetzt ein bisschen besser aus. Da hinten flackern noch so ein paar Schatten, aber das ist okay, damit kann ich leben. Ja, sieht nicht schlecht aus, glaube ich, ne? Wunderbar. Wir haben in der letzten Folge unsere ersten NPC-Begegnung gehabt. Leider wurde die nicht gesaved, weil das Spiel ist danach abgeschmiert, weil ich versucht habe, Benzin aus dem Auto zu popeln. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen, aber okay, so ist es halt. Wir kochen außerdem gerade ein bisschen Fuel, das ist auch ziemlich nice, aus dem Tierfett. Zudem können wir mal gucken gehen, ob wir ein bisschen Benzin aus den Autos knödeln können, beziehungsweise was wir eben auch machen könnten, wäre ein bisschen Autos auseinanderzubauen. Ich habe jetzt natürlich ja jede Menge Kacke mitgenommen, aber ist egal. Wir schnappen uns mal die Axt und kloppen mal so ein bisschen auf den Fahrzeugen rum, würde ich sagen. Und schauen einfach mal, was wir da so rausbekommen. Ich will nur mal ganz kurz gucken, haben wir überall jetzt in die... Ach ja, genau. Es hieß, man kann auch hier unter diese Sunshine-Dinger gucken, ne? Unter diese Sonnenblenden, aber irgendwie hieß es wohl, da findet man nichts in den Kommentaren. Wir popeln mal ein bisschen das Auto kaputt. Vielleicht kriegen wir ein bisschen geilen Stuff raus. Ach so, warte mal, bevor ich das Auto jetzt... Huch, bevor ich das Auto komplett kaputt haue, wo hat er denn seinen Tankdeckel? Ah ja, guck mal. Pass mal auf. Interact. Ich hoffe, das klappt jetzt. In die Hand. Bitte nicht kaputt gehen. Also ich weiß... Die Frage ist, wie beendet man das? Ah ja, okay. Ich weiß. Ich meine, also so funktioniert das nicht. So funktioniert das definitiv nicht. So funktioniert das mit dem Autos, mit dem Auto leer machen auf definitiv nicht. Da ist auch ein bisschen Scrap rausgefallen, geil. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man da drauf prügeln muss, bis nichts mehr... Ah. Okay. So lange also, ich verstehe. Was haben wir denn da Schönes rausgekriegt? Viermal Scrap, eine Autobatterie, sechs Components. Und eine normale Batterie. Oh, geil. Ja, perfekt. Das ist ja super nice. Nochmal ganz kurz checken. Hier ist sonst nichts, sondern unter den Sonnenblenden. Ich glaube, da hat auch jemand in die Kommentare geschrieben gehabt, dass da nichts rausfällt. Also von daher, auf da. Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Scrap, das ist schon mal nice. Ich weiß nicht, wie lange unsere Axt hält. Und ich weiß auch nicht, ob die Axt das ideale Werkzeug ist, um die Fahrzeuge kaputt zu machen. Aber ist erstmal egal, wir kriegen erstmal ein bisschen Rohstoffe. Von daher passt das. So. Ich meine, spannend ist das jetzt nicht, ne? Klar. Aber, naja. Das passt schon. Da ist ein bisschen Scrap gerade rausgefallen. Wunderprächtig. Nieder mit der Autoindustrie. Wunderbar. Oh, High Quality Metal Scraps. Oh, eine Kippe. War die von dem Besitzer? Saß der noch im Auto oder was? Scheiße. Geil. Okay, hier ist aber sonst nichts mehr drin, ne? Und hier ist natürlich, wie zu erwarten, auch nichts mehr drin. Was haben wir denn hier? No Battery. Also werden wir wahrscheinlich auch keine Batterie kriegen, ne? Und hier hinten ist auch nichts. Okay. Oh, warte, bevor wir das... Habe ich jetzt eben gerade vergessen. Scheiße. Na egal. Ich speichere vorher mal. Ich habe Angst, dass wieder was schief läuft. Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt mit diesem... Gascan-Filling. Aber wir gucken mal. Sind auch nur 3 Liter. Ist jetzt nicht so mega viel. Was muss man drücken, damit ich aufhören kann, die Gascan zu füllen? Das ist... Also... Jetzt mal ganz ehrlich, ne?
Jetzt mal ganz ehrlich, Real Talk gesprochen. Warum ist das so verbuggt? Warum ist das so verbuggt? Das macht mir Angst. Das macht mir wirklich Angst. Oh, okay. Oh, da ist gerade ein bisschen Scrap geflogen. Okay, wir müssen natürlich immer ein bisschen drauf achten. Ist die Grafik jetzt eigentlich besser oder nicht? Hier sieht es jetzt wieder irgendwie komisch aus, ne? Ich meine, vielleicht könnt ihr das am ehesten beurteilen. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ob das von der Grafik her jetzt anders ist, besser ist. Ich kann es gerade ehrlich gesagt nicht beurteilen. Oh, wir haben kein Stamina mehr. Ach du liebe Zeit. Was ist denn jetzt passiert? Ja, wenn man dann auch noch daneben haut, ne? I am sick and tired. Hier war, glaube ich, auch noch ein bisschen Benzin, oder? Oh, wobei, ich glaube, das Auto hat tatsächlich gar nichts mehr. 3000 Euro gebrauchter Zustand. Oh, was denn hier? Huch. Okay, das Rack lasse ich jetzt mal liegen. Das nehme ich jetzt mal nicht mit. Da war auch nichts mehr drin, ne? Nö. Okay. Ah, perfekt. Super. Wunderbar. Okay, cool. Wir haben ein bisschen Stuff gesammelt. Insgesamt 16 Components. Dann, ja gut, so um die 14 Metal Scrap. Und wir haben sogar noch einmal High Quality Scrap bekommen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Was haben wir hier? Keine Batterie. Okay, wir könnten die Batterie da installieren. Ist hier auf dem Rücksitz was? Nö. Ich glaube, sonst war hier auch nichts, oder? Nee. Huch. Sonst war hier auch nichts. Und hier ist auch wieder... Ja, oh, genau. Nichts. Ich habe Angst, Benzin da rauszuholen. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Wir brauchen es leider. Wenn die nächste Nacht kommt, können wir uns in unserer Bude ein bisschen Licht machen. Das ist halt schon ganz nice. Trotzdem habe ich ein bisschen Angst. Cancel Filling Actions. Okay, mit E geht das. Da bin ich ja gleich mal gespannt. Ah. Okay. Funktioniert tatsächlich. Ich bin begeistert. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Wir können leider... Doch, wir können Steine können wir noch mitnehmen. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen, wenn wir jetzt eh zurücklaufen, ein paar Steine sammeln. Dann haben wir die auch schon mal. Die werden wir bestimmt noch mal brauchen. Ansonsten sind wir soweit erstmal ganz gut gewappnet. Und könnten dann gegebenenfalls in Wälde die nächste Tour starten. Die Feder nehmen wir auch mal mit. Ah, können wir nicht mitnehmen, okay. Ja, wir könnten in Wälde die nächste Tour starten. Ich wäre ja tatsächlich immer noch ein großer, großer Freund davon, mal zu schauen, was passiert, wenn wir die Nachbarschaft ein bisschen ärgern. Ich meine, die haben uns damals ja auch geärgert, als wir das erste Mal hier unterwegs waren, haben die ja gleich das Feuer eröffnet, ohne mal mit uns zu reden. Ich meine, die kennen uns nicht und wollen uns gleich töten. Das ist halt... Ja, vielleicht ist es die Sprache des Stärkeren, ich weiß es nicht, aber... Es ist auf jeden Fall nicht meine Sprache, die ich sprechen möchte. So, haben wir noch mit Stein voll gemacht, wunderbar. Wir gehen wieder zurück. Außerdem hätte ich gerne ein Fahrzeug. Ich hätte gerne ein Auto. Das wäre ziemlich nice. Ich weiß jetzt nur nicht... Wir brauchen dafür halt leider... solche ATV-Räder, beziehungsweise für das andere Ding brauchen wir halt Motorteile. Und die zu bekommen, ist, glaube ich, nicht so easy, ne? Okay, pass auf, wir machen das Ding mal voll. Let's go. Mal gucken, wie viel wir da reinkriegen. Müssten schon ein paar Prozent sein. Vielleicht wenigstens so viel, dass wir die Nacht über ein bisschen mit diesem Generator arbeiten können. Cool. Oh. Nehmen wir da mit. Und ansonsten bringen wir mal gerade unseren ganzen Stuff hierher. Ja. Es hat auch jemand gesagt, wir hätten... Oh ja, stimmt, wir haben tatsächlich noch einen Huhn. Was bringt uns das hier eigentlich? Okay, nicht allzu viel. Aber besser als nichts. Ich meine, es ist nicht verkocht, es ist nur ein bisschen übergekocht. Also ein bisschen zu lange gekocht. Von daher passt das schon. Ich sortiere mal gerade um. Warte, wir haben... Nein. Wir haben hier die Components. Die packen wir natürlich hier rein. So, warte mal. Die packen wir hier rein, ne? Wir haben ein bisschen Scrap. Und wir haben noch die guten Scraps. Da haben wir, glaube ich, schon mal welche gefunden, ne? Meine ich mich zu erinnern. Wir nehmen mal das Sewing Kit. Sewing.
Und die Steine. Ne, die Steine können wir eigentlich hier lassen, ne? Und das packen wir mal alles hier unten rein. Wir können auch unsere Taschenlampe jetzt wieder theoretisch gesehen aufladen, was auch ziemlich cool eigentlich ist. Ich pack mal den Farbkram noch da oben hin und dann machen wir mal hier das Bark und wir haben irgendwo das Lashing, haben wir irgendwo hingepackt, ne? Hm, ich glaube, wir hatten das hier reingepackt, zu den Rex, kann das sein? Ich bin ein T-Rex. So, wunderbar. Okay. Da haben wir, glaube ich, nichts mehr drin und ich glaube, hier war auch nichts mehr drin, ne? Nee. Nö. Okay, cool. Dann lass uns das Hähnchen noch auseinandernehmen, würde ich sagen, ne? Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Harvest, zack, und ready to go. Dann haben wir das nämlich auch. Und wir müssen dringend was trinken. Ich lehne mich mal gerade ein bisschen zurück. So. Wir müssen ein bisschen was trinken. Warte. Dafür haben wir hier unsere Flasche. Ah, wunderbar. Super nice. Dann trink mal till enough. I just can't drink enough. I just can't drink enough. I just can't drink enough. So, dann machen wir mal hier Grillstand und dann können wir uns hier... Wobei, das Hähnchen brauchen wir da eigentlich gerade nicht drauf, ne? Wie ist das? Brät man das jetzt erst, wenn man es braucht? Wahrscheinlich, ne? Ist wahrscheinlich am gescheitesten. So, wie sieht's denn hier aus mit dem Animal Fat? Let's go. All I want for Christmas is a bit animal fat. Okay, die Feder können wir noch wegtun. Hier haben wir noch... Alter, das waren 5 Keulen, die gebracht hat. Also die das Hähnchen gebracht hat. Cool. Pass auf, dann packe ich das Zeug mal hier noch mit rein. Und die Federn packen wir auch hier rein. Ja, das Hähnchen werden wir uns wahrscheinlich heute Abend zu Gemüte führen. Ich glaube, das ist ganz nice. Holz haben wir hier drin. Bisschen Holz hacken wäre eigentlich nicht dumm. Weil wir werden es brauchen. Und ansonsten müssten wir halt mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Das wäre, glaube ich, mal so das Einfachste. Ihr habt in die Kommentare geschrieben... man kann sich dieses Dingens bauen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es ist. Man kann sich irgendwo so ein Ding bauen, wo man das Fleisch trocknen kann. Dafür braucht man allerdings Salz. Und das haben wir leider nicht. Wir haben leider noch kein Salz. Das ist natürlich doof, aber haben wir nicht. Wir haben ein Lockcard. Was haben wir hier noch? Water Barrel, hatten wir noch gesagt. Wäre auch ganz interessant. Dann haben wir hier noch ein Tunning Rack. Eine Workbench haben wir schon. Blacksmith brauchen wir gerade nicht. Oder? Nee, wir haben keine Raw Metals, das brauchen wir noch nicht. Eine Saw Machine. Reduce Work Time and Increase Lumber per each Round. Okay. Wäre nicht uninteressant, wir haben nur leider keine Electronic Parts. Tools Weapon Repair Station, Reloading Bench. Use for Craft Ammo, das brauchen wir aber erstmal nicht. Ja, ich weiß nicht, wie interessant so ein Chicken-Ding wäre. Bett brauchen wir auch erstmal nicht. Wir haben erstmal, glaube ich, alles. Ja, man kann sich halt ein komplettes Haus selber bauen, ne? Das ist halt schon nice. Inventar. Ach, da sind die Hähnchen drin. Warte mal. Ich wollte nämlich jetzt gerade mal rüber zu der Station gehen und vielleicht nochmal ein bisschen was rumlooten. Also, soweit ich mich erinnern kann. Warte mal, die Pfeile lassen wir da. Und diese Gaskanne lassen wir da. Und die Batterien auch. Lass mal rübergehen. Wir hatten ja in dieser Station da vorne. Hatten wir noch jede Menge Stuff. Wir haben da ja einiges gar nicht mitgenommen, weil wir gesagt haben, ah, wir haben keinen Platz. Ich lasse das mal zu Hause, also ich lasse es mal da. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal hier rüber. Ist übrigens geil, dass wir hier direkt sind, ne? Das ist voll geil. Und gucken mal, was wir noch so finden können. Das Ding ist, wir sollten ready sein. Wir hatten schon lange, lange, lange kein Mist-Event mehr. Das heißt, wir sollten absolut darauf vorbereitet sein, dass es hier jeden Moment nebelig wird. Jawohl. Das ist ganz wichtig. Wir sollten absolut darauf vorbereitet sein, dass wir hier gleich richtig Action haben. Schon lange her, wie gesagt. Wo wir das letzte Mal hatten. Oh, Lashing, cool. Hier haben wir ein bisschen Wood. Was war? Achso. Okay. Wir hatten hier, glaube ich, noch eine Station gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Ich glaube, es war diese hier. Wo wir nicht reingekommen sind. Die Reifen können wir nicht mitnehmen, ne? Okay, aber wir haben ein Vehicle Part. Das ist auch geil. Hier.
Ah, wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Ich habe gerade überlegt, ob es sinnvoll wäre, hier den Strom zu aktivieren. Aber ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich egal. Oder? Warte mal. Doch, 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 doch. Das wäre gar nicht mal so dumm. Hier ist nämlich diese Tür und die braucht eine Keycard. Und das Ding können wir kaputt machen. Aber wahrscheinlich nicht mit einer Axt, ne? Okay, da ist Blut. Da ist ein Rucksack drin. Das Ding hat keinen Strom. Deswegen geht's nicht auf. Scheiße. Wir sollten dringendst... Ist scheiße, ich habe die Gascan jetzt nicht mitgenommen, ne? Okay, dann looten wir hier gerade mal weiter. Wir sollten den Strom aktivieren. Und mit dem aktivierten Strom kommen wir dann, glaube ich, da rein. Was eigentlich total geil ist. Oder kommen wir hier irgendwo rein? Nee, ne? Oh, cool. Genau, und dann können wir das nämlich aktivieren. Was, glaube ich, total gut ist. Und da drinnen liegt, wie gesagt, ein Rucksack. War ich ja mal gerade. Da drinnen liegt ein Rucksack, den will ich unbedingt haben. Verdammt nochmal. Hat man eigentlich hier oben schon? Hm. Hier ist so eine Karte, aber ich glaube, die bringt uns nichts. Wir haben ja eine. Ich glaube, da oben waren wir noch nicht, ne? Wir waren, glaube ich, im... in dieser ne? Weißt du, was ich meine? In dieser Hunting... Area... Oh mein Gott. Wir sind rausgebackt. Oh mein Gott. Ist das dumm. Ist das dämlich. Okay, ich probiere es nochmal, ansonsten lade ich neu. Ist mir egal. Ich weiß nicht, warum wir da rausgebackt sind. Okay, wir machen Self-Healing, aber ganz echt, das dauert ja ewig. Hä? Lol. Okay, wir gucken mal da oben, ob es sich lohnt. Ansonsten lade ich das Spiel nochmal neu, weil das ist ja kacke. Okay, hier hat's geklappt. Hä? Das sind ja genau die... Das sind ja Leitern wie bei Gothic hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh. Okay. Es scheint mir irgendwie nicht richtig, was da passiert. Ich wüsste halt gerne mal, ob da oben was Geiles ist. Also dann würde ich da halt gar nicht mehr hochklettern, aber was soll das? Nein, jetzt kommt die Animation schon wieder. Nee. Nee. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Wir machen kurze Pause, ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder zurück. Wir preparen noch ein paar Resources und dann geht's gleich weiter. Nee, weißt du, das habe ich jetzt nicht eingesehen. Also ich hoffe, er hat jetzt kein Autosave gemacht oder so. Aber das ist einfach gemein gewesen, ne? Da konnte ich ja jetzt wirklich gar nichts für. Deswegen habe ich das jetzt noch neu geladen, weil das war ein Bug, das war ein Fehler. Nö, das sehe ich nicht. Ich gehe da jetzt auch nicht nochmal hoch. Ich weiß, da oben liegt bestimmt möglicherweise schon irgendwas Cooles oder so, aber... Nö, nö, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Also, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wir müssen mit unserer Gascan oder mit unserer Benzinkanister-Dingens auf jeden Fall nochmal hierher zurückkommen. Das ist ganz wichtig, weil wir müssen den Generator aktivieren und dadurch können wir wiederum... Oh, da liegt ein Reifen. Und dadurch können wir wiederum... Oh, was ist das für ein Reifen? Ein ATV-Wheel. Das nehmen wir gleich mit nach Hause. Und dadurch können wir dann in dieses Ding rein, wo wiederum ein Rucksack liegt. Und den brauchen wir unbedingt. Den brauchen wir unbedingt und ganz dringend. Diesen Rucksack. Hello, I'm a Rucksack. Hatten wir hier irgendwas vergessen? Ah, guck mal. Siehst du? Sag ich doch. Sag ich doch, sag ich doch, sag ich doch. Ich lasse mal kurz das Wheel hier liegen.
Bin nämlich der Kiss-Stealin, Wheelin-Dealin. Hahaha. Hahaha. Lustig. Ja, hier könnten wir auch noch ein bisschen Benzin abzapfen, aber haben wir jetzt halt leider gerade nicht. Haben wir hier irgendwas? Eine Knarre oder so? Haben wir hier irgendwas vergessen? Empty Bottles. Wir nehmen, also jetzt gerade nehmen wir alles mit, was wir brauchen können. Was wir tragen können. Weil, naja, wir haben ja jetzt ein fettes Lager zu Hause, ne? Na, die scheiß Bullenkarre, die werde ich erstmal auseinandernehmen. Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich ein Polizeifahrzeug. Kann es sein, dass es hier gerade so ein bisschen, naja, ich möchte sagen, düster wird? Ich meine, es ist nice, dass wir gleich zu Hause sind. Es wird nämlich so ein bisschen, naja, was soll ich sagen, so ein bisschen ungemütlicher. Könnte auch schlechtes Wetter sein. Könnte auch der Nebel sein. Oh. Oh, hatte die Klingel. So. Oh, warte. Was war das? Eine Feder. Oh, wir können jetzt mal mitnehmen. Sind wir schon wieder voll? Ja, leck mich doch am Arsch. Das gibt's doch gar nicht. Das kannst du ja wirklich keinem erzählen. Wie schnell man sich in diesem Spiel das Inventar zugeschissen hat, mit allen möglichen Sachen, ne? Holy shit. Okay, komm, wir knödeln mal ganz kurz das ATV-Rad an den ATV hier. Zack. Und dann brauchen wir nur noch zwei Räder. Geil. Zwei Räder, wir müssen das Ding noch reparieren, und aber ansonsten können wir so langsam drüber nachdenken und mal gucken, was wir hier noch so brauchen. Ich finde halt ein ATV insofern ganz nice, weil du mit dem Ding halt super schnell unterwegs bist, ne? Das ist halt schon wirklich, wirklich cool. Ich weiß, das brennt gerade nicht weiter, aber ist auch nicht schlimm. Könnte auch sein, dass es anfängt zu regnen und dass deshalb das Feuer aus ist, ne? Hm, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. So, pass auf, wir müssen ein bisschen aussortieren. Wir haben jede Menge Stuff dabei. Und zwar, pass auf, guck mal hin. Falsch. Hier. Wir haben dreimal Components. Wir haben ein weiteres Klebeband. Wir haben wieder Steine gefunden und auch ein paar Blätter. Wir haben ein paar Branches und leere Flaschen. Wo tun wir die denn hin? Und Vehicle Parts. Warte mal, die haben wir unten, glaube ich, ne? Genau, genau. Da haben wir auch diese komische Dings rein und das packen wir hier rein. Und dann haben wir noch die Lashing. Die sind, glaube ich, hier drinne. Zack. Ja, die leere Flasche, die Racks können wir auch noch mit hier reinpacken. Die kommen hier rein. Ja, und Essen haben wir, glaube ich, drüben gelagert, ne? Meine ich. Ah, hier haben wir auch die Batterien, warte mal. Haben wir die? Hab ich die das letzte Mal da rein? Wahrscheinlich, ne? Ach, guck mal, hier sind noch weitere von denen hier. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Die Bandagen sind nicht da drin, wo die rein... Hä? Was habe ich denn da gemacht? Habe ich wieder getrunken? Oh, wo waren denn die Bandagen jetzt? Hä, bin ich blöd? Ach, das falsche Ding ist aufgegangen. So, die kommen dahin, nämlich. Ansonsten die Batterien können wir... Ich weiß nicht, wo tun wir denn die Batterien hin? Wir hatten irgendwo noch welche gehabt. Wir könnten... Ich pack mal die Empty Bottles hier mit rein. Das ist so ein bisschen unsere Crafting-Krimskrams-Kiste. Und wir haben hier ganz unten, können wir noch die verbesserten Metal-Scraps mit reinmachen, oder? Haben wir die? Ach nee, warte mal, wir haben die hier. Natürlich. Zack. Sehr gut. So. What we also need. Wir können uns was zu essen machen, brauchen wir aber eigentlich gerade gar nicht. Wie gesagt, ich würde das Zeug gerne erst brutzeln, wenn wir es auch wirklich brauchen, beziehungsweise wenn es wirklich fast davor ist, kaputt zu gehen. Haben wir hier irgendwo... So viele Schubladen. Da wär's ja Kirre in der Birne. Ich glaube, wir haben hier noch nirgendwo was zu essen reingetan, ne? Kann das? Hier, da liegen Dosen im Müll. Ist ja ekelhaft. Dann lass doch einfach mal in diese Dings hier so Sachen reinpacken. Ich glaube, das ist ganz gut. Und ich glaube, hier oben in dem Schrank... Nee. Ich dachte, wir hätten hier irgendwo die anderen Batterien reingepackt. Oder haben wir die gar nicht gefunden vorhin und die waren noch im Inventar? Das kann natürlich auch sein, ne?
Das kann natürlich auch sein. Und was ich mich auch gerade frage, dieses Mist-Event, kommt das alle 7 Tage? Ist das ein bisschen wie bei 7 Days to Die, der Blutmond, der auch alle 7 Tage oder was kommt? Weil wir hatten so einen Nebel tatsächlich jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Vielleicht ist das aber auch einfach Zufall oder so ein bisschen davon abhängig, was man gerade gebaut hat. Ich weiß es nicht. Beides möglich, ne? Beides möglich, okay. Soweit sind wir ganz gut ausgestattet. Ich nehme mal den Gascan mit. Da werden wir auf jeden Fall nochmal hin zurückrennen. Das heißt, wir schnappen uns nochmal irgendwo ein Auto. Beziehungsweise ich speichere gerade nochmal. Wir schnappen uns nochmal irgendwo ein Auto und machen das Ding nochmal kurz voll. Und dann schauen wir mal, ob wir diesen Generator anschmeißen können, um da reinzukommen. Wie gesagt, da gibt es nämlich einen Rucksack. Ist richtig geil. Dann haben wir diese Folge wenigstens noch irgendwas gemacht. Wobei, wie gesagt, ich mache mir da auch keinen Druck, ne? Also wir machen uns da überhaupt keinen Stress. Wir haben auch keinen Stress, ne? Also weil da auch immer viele sagen, ja, Tobi, mach doch mal dies, mach doch mal jenes, mach mal schneller, mach mal das, mach mal hin. Nö. Nö, sehe ich gar nicht. Weil wir haben keinen Stress. Wir haben keinen Zeitdruck bei diesem Let's Play. Ich mach mir da keinen Hermann, weißt du, was ich meine? Ich mach mir da keinen Hermann. Oh, guck mal, da sind noch Components. Geil. Jetzt nimmer. So, wo war der Generator? Hier. Okay. Interact. Und dann kipp mal rein, den Lachs. 10% müsste reichen. 10% müsste passen. Perfekt. Und dann schalt mal an. Aha. Ey. So, jetzt müsste aufgehen, oder? Nein, wir brauchen eine Keycard. Scheiße. Die bekommen wir hier aber nicht, ne? Ist die vielleicht hier irgendwo im Auto oder so? Ne, hier waren wir schon, ne? Shit, wo bekommen wir denn so eine blöde Keycard her? Ich mach nochmal aus. Ich mach nochmal an. Oder machen wir mal auf. Hier liegt aber Blut, ne? Okay. Was ist das? Okay, keine Ahnung, was das ist. Alter, eine Semi-Automatik-Shotgun. Military Component Box. Was zum Teufel ist noch einmal hier los jetzt? Batterien? Molotow? Oh, in den Schubladen ist nichts drin. Scheiße. Und ein Rucksack. Halleluja. Geil. Richtig nice. Können wir diesen wunderschönen Laptop, gerade bei Amazon im Angebot, können wir den... Schade. Ich dachte, wir können den vielleicht... Oh, was haben wir denn hier alles? Gunpowder. Was ist das? Arm Protector. Oh. Hingeschissen. Pass auf. Equipment. Arm Protection. So, dann können wir die Munition nämlich noch mitnehmen. Perfekt. Okay, geil. Das ist ja nice. Richtig gut. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, hier drüben war auch was mit einer Keycard, oder? Holy shit. Holy shit. Können wir das noch stacken? Nein, können wir nicht. Okay, wir müssen kurz zurück und dann gleich nochmal her. Oh Gott, liegt da noch... Alter, da ist einfach eine M4A1 drin. Holy... Wir müssen kurz Platz machen. Ich komme gleich wieder. Sollten wir die Tür auflassen, damit, falls der Strom leer... Ich mache den Generator aus. Ich mache den Generator aus. Wir müssen aber sowas von nochmal zurückkommen. Ach du Heilige. Huh. Komm gleich wieder. Wenn jetzt nicht der Nebel kommt. Alter, was da alles drin liegt. Oh mein Gott. Wie viel Scheißglück kann man eigentlich haben,
Wie viel Scheißglück kann man eigentlich haben, mitten in der Nähe von dieser Militärbase zu spawnen? Das frage ich mich gerade. Wie viel Scheißglück kann man haben? Holy shit. So. Ich mache eben kurz Inventar leer. Also das machen wir in der nächsten Folge. Und würde sagen, wenn ihr Bock habt, dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann gucken wir mal, dass wir nochmal darüber gehen und dann raiden wir die andere Bude noch. Geil. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen, wenn ihr Bock habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Mist. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin.